Hallo, liebe Studierende. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Sitzung, der 9. Sitzung, in der es um interpersonale Kommunikation gehen wird. Was bedeutet interpersonale Kommunikation? Das ist unser erster Punkt. Anschließend werden wir uns den Two-Step-Flow of Information anschauen, dann die Diffusions- und die Innovationstheorie, gefolgt von der Schweigespirale und dem Third-Person-Effekt. Wenn wir über interpersonale Kommunikation sprechen, und das werden wir im Folgenden tun, und mediale Prozesse vor allen Dingen, was hat es damit auf sich? Wir fokussieren hierbei auf die Kommunikation zwischen Menschen, und das kann entweder bilateral sein, zwei Personen, oder auch multilateral. Das heißt, mehrere Personen können involviert sein. Und die Frage ist dann, wie wirken Medien auf mich, wie wirken sie auf dich und wie beeinflusst das unseren Kommunikationsprozess innerhalb einer Gesellschaft? Es ist sinnvoll, sich den historischen Hintergrund hier nochmal zu vergegenwärtigen. Denn es war tatsächlich ein entscheidender Punkt und eine gewisse Wendung, dass man irgendwann schon nochmal feststellen musste, okay, Menschen lernen natürlich nicht nur ausschließlich aus Medien. Das müssen wir in der kommunikationswissenschaftlichen Theorie natürlich berücksichtigen. Und darüber hinaus ist es auch so, dass Medien ja gar nicht mal alle Menschen erreichen. Ja, damals schon nicht und heute in der zunehmenden Aufsplittung der Angebote umso weniger. Und es ist eindeutig, dass das soziale Netz, welches uns umgibt, Medieneffekte verändern kann. Es kann Medieneffekte abschwächen und es kann Medieneffekte verstärken und es kann eben auch eigene Effekte haben. Und wenn wir das mal visualisieren, sehen wir also, dass die Medienrezeption einen Einfluss auf unsere Einstellung haben kann, ja, aber dass dieser Einfluss abhängig ist von der interpersonalen Kommunikation, also es kann quasi verstärkt werden, abgeschwächt werden. Und natürlich hat die interpersonale Kommunikation einen eigenen Einfluss auf unsere Einstellungen, denen wir ebenso mitdenken müssen. Es ist so, dass wir merken, dass Medienrezeption an sich nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass es danach weitergeht, dass Medien auch häufig zu einer Anschlusskommunikation führen, dass wir uns anschließend austauschen. Und ich merke gerade, dass ich eigentlich auf der vorhergehenden Folie auch nochmal einen Pfeil ergänzen müsste zwischen der Medienrezeption und der interpersonalen Kommunikation. Es ist so, dass Medien selbst auch zum Gesprächsthema werden, interpersonaler Kommunikation. Also man kennt das natürlich vielleicht ganz klassisch früher auf dem Pausenhof, wenn man sich getroffen hat, hast du das am Wochenende gesehen, hat man sich natürlich ausgetauscht oder auf der Arbeit in anderen Kontexten, da kennt man das, ja, also dass man dass Medienereignisse selbst zu Ereignissen werden und man sich anschließend austauscht. Und von daher ist es so, dass die Medien und die Inhalte, die sie portieren, auch nach der Rezeption noch einen Einfluss haben können. Also nicht nur in dem Moment, in dem ich es sehe, sondern dass das einen Prozess in Gang setzen kann. Und das ist einer der zentralen Inhalte der Two-Step-Flow. Theorie von Lazarsfeld, welche besagt, dass eben Medien häufig sogenannte MeinungsführerInnen zuerst beeinflussen und die ihre Erkenntnisse aus den Medien dann weitergeben. Deswegen finde ich dieses Bild eigentlich auch so schön, dass eine Person sich dem Medium zuwendet und hier Informationen daraus bezieht und die anderen aber sich der Meinungsführerin hier zuwenden. Aber dazu jetzt im Detail gleich noch mehr. Erst nochmal ein bisschen zum Hintergrund. Sie sehen hier Paula Saasfeld abgebildet. Es ist so, dass sein Two-Step-Flow eine Wende in der Kommunikationswissenschaft dargestellt hat. Denn vorher war es so, dass wir davon ausgegangen sind, dass Medien sehr starke Effekte haben und dass Meinungen nahezu ausschließlich aus den Medien begründet werden. Es gab eben diese Hypodermic Needle Theorieansatz, also das quasi Hypodermic Needle, habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, dass Medienbotschaften sich direkt unter die Haut appliziert werden und damit eine ganz starke
Wirkung entfalten, was angesichts Erfahrungen aus dem Nazi-Deutschland und dem Dritten Reich irgendwo auch ja, sehr plausibel erschien. Nun ist es aber so, dass Medieneffekte eher schwach gesehen werden und in der Unterlassars fällt und dass man sagt, nein, 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 die interpersonalen Effekte sind weitaus stärker zu gewichten. Und das Soziale rückt damit, muss zugeben, durchaus überraschend, in den Mittelpunkt überraschend insofern, als dass man es eher fragwürdig ist, warum das vorher nicht so klar war. Aber es war damals auf jeden Fall doch durchaus überraschend. Und es führt dann, seine Arbeiten führen zu der Herausbildung des Konzepts des Meinungsführers, also an dieser Stelle mal bewusst nicht gegendert, weil es einfach historisch so, so betitelt wurde. Aber man hat auch schon häufig früher auch schon den allgemeineren Begriff der Meinungsführerschaft verwendet. Es fing an mit einer Reihe an Studien. Die prominenteste ist The People's Choice Studie, Teil der Columbia-Studien. Die wurden durchgeführt im Erie County in Ohio. Und was wurde gemacht? Es wurden 600 AmerikanerInnen 1940 im Rahmen des Wahlkampfes 7 Monate lang begleitet. Und ihre Einstellungen wurden gemessen und im Verlauf, man hat sich dann angeschaut, wie viele Menschen denn im Laufe dieses Wahlkampfs ihre Einstellungen verändert haben. Ja, und was zeigt sich? Naja, vielleicht doch damals überraschend, dass die Mehrheit im Laufe dieses Prozesses die Einstellung behält. Hier sehen Sie das grafisch abgetragen, also Verstärkung der bestehenden Meinung bedeutet hier, die Leute hatten eine Meinung, die haben sie nicht geändert, sie wurden sich eher sicherer in ihrer Meinung im Laufe der 7 Jahre, aber die Position war exakt die gleiche. Was man auch gesehen hat, ist also das wird später noch sehr wichtig, ein Bereich der Aktivierung, dass Menschen zwar die Meinung hatten, aber sie nicht besonders aktiv vertreten haben, oder eine Disposition hatten, eine Partei zu wählen, aber die sie nicht besonders aktiv gelebt oder ausgeübt haben, das aber im Laufe des Wahlkampfs aber aktiv wurde. So, ja, nee, doch, dass sie sich dafür eingesetzt haben. Aber an sich waren sie schon bei der gleichen Meinung oder der gleichen Partei. Es gab nur ganz wenige, weniger als 5%, die zweifach ihre Meinung geändert haben. Manche haben ein bisschen ihre Meinung geändert. Und naja, noch nicht mal 10% haben ihre Einschätzung geändert. Und ja, also das ist ein Zeichen dafür, dass es doch sehr stabil war, wie sich die Meinungen der AmerikanerInnen damals verhalten haben. Und es ist so, dass Lazarsfeld dann in den folgenden 4 Annahmen für geringe Medieneffekte postuliert hat und 6 zentrale Befunde. Aber schauen wir uns erst einmal die Two-Step-Flow-Theorie einmal an, was sie genau besagt. Sie besagt, oder das ist ein Grundpunkt von Lazarsfeld, dass Massenmedien Meinungsführer erreichen, MeinungsführerInnen. Also Männer und Frauen, die sich eben dem zuwenden mit einem großen Interesse, mit einer Offenheit, und die sich das anschauen und die sich darüber dann durchaus auch informieren und auch theoretisch auch beeinflussen lassen, die dann aber vor allen Dingen eben diese Inhalte weitertragen und in ihrer sozialen Umgebung stark machen und sich dafür einsetzen oder einfach in Gesprächsrunden hier da diese Position übernehmen und dass eben diese interpersonale Kommunikation dann primär dazu führt, dass sich einzelne weniger aktive, weniger Interessierte dann beeinflussen lassen. Also das ist eben diese Two Steps. Also Medien erreichen darüber primär MeinungsführerInnen und die geben ihre Einschätzungen dann an weniger Aktive weiter. Vielleicht mal so ein kleines Beispiel, wie sich das auf heute übertragen vorstellen können. Es sind nicht oder zumindest aus meiner persönlichen Sichtweise erlebe ich es manchmal, dass ich Inhalte auf Twitter lese und Perspektiven, die so nicht in den Massenmedien geteilt werden. Und dann kommt es häufiger mal vor, dass ich das in einem Gespräch einbringe, eine Perspektive, die dort noch nicht vorkam. Und das ist dann eben vielleicht etwas, wenn man merkt, naja,
dieses Medium, obwohl jetzt Twitter, na, ist eigentlich auch schon natürlich eine gewisse Form von Massenmedium, dass das halt eben manchmal eben nicht alle erreicht oder die Leute sich damit auch nicht auseinandersetzen und das eben später in einem späteren Prozess, wenn man sich unterhält, dann erst überhaupt erst thematisiert wird. Ja, was waren denn die Annahmen, warum Medieneffekte gemäß Lazarsfeld denn überhaupt gering sind? Es ist so, dass die Stabilität von Einstellungen ein Schutzschild darstellen, gemäß Lazarsfeld. WählerInnen setzen sich nämlich überhaupt nur solcher Propaganda oder Werbung aus, der sie zustimmen. Also es ist dieser sogenannte Confirmation Bias. Ja, wir schauen uns eben einfach lieber Dinge an, denen wir zustimmen, mit denen wir sowieso schon d'accord gehen. Und der Sinn und Zweck davon ist, dass eben durch diese Stabilität der Einstellung, durch dieses Schutzschild, man Konflikte und Uneinigkeiten in sozialer Umgebung besser vermeiden kann, als weil es natürlich als Stück weit unangenehm empfunden wird, wenn man eine andere Meinung vertritt als jemand andere. Jedenfalls viele tun dies. Und von daher, in dem Moment, wo ich meine Meinung nicht ändere, kann ich nämlich weniger Konflikte haben. Denn sie bewegen sich natürlich in einem sozialen Kontext und so, sie können, wenn dieses stabiler ist, können sie sich also in mehreren solchen Kontexten bewegen, die halt auch ihre Einstellung teilen, um halt weniger, also es ist vorhersagbarer, als wenn die Menschen die ganze Zeit ihre Einstellung ändern würden, ja, und dann auf einmal mein Mitbewohner eine ganz andere Einstellung auf einmal hat. Und wenn das alle so tun würden, dann wäre das herausfordernder. Wenn da einfach eine gewisse Stabilität ist, dann ist das besser planbar. Und dann ist es so, dass dann aber natürlich diese Stabilität und der Kontakt mit Gleichgesinnten die eigene Meinung oder die vorgefertigte Meinung sogar eher noch verstärken. Und Änderungen finden dann gemäß Lazarsfeld eigentlich nur dort statt, wo WählerInnen wirklich entgegengesetzten Kräften ausgesetzt sind, da, wo sie wirklich auch mal herausgefordert werden in ihren Einstellungen, in ihren Positionen. So, das sind erstmal die Annahmen von Lazarsfeld, warum Medieneffekte so gering sind. Dann hat er eben ja noch weitere Befunde postuliert. Und das ist einer der wichtigsten Befunde von Lazarsfeld, welchen ich auch schon bereits etwas angeteasert habe. Die Massenkommunikation ändert nämlich nicht die politischen Einstellungen gemäß Lazarsfeld, sondern es aktiviert vielmehr bereits vorhandene latente politische Prädispositionen. Also wenn Sie eine gewisse Neigung zu einer Partei haben, aber es ist halt nicht sicher, ob Sie überhaupt wählen gehen. Und es gibt ja einige, die eben, warum auch immer, nicht wählen gehen. Wenn aber es einen sehr überzeugenden Wahlkampf beispielsweise gab oder Propaganda gab vorab, Wahlwerbung, dann kann man eben solche Leute, die einen sowieso wählen würden, halt eher anspornen, auch wirklich an dem Tag dann zur Wahlurne zu gehen. Das ist also eine der zentralen Thesen tatsächlich. Propaganda kann also zuerst schwaches Interesse verstärken und dann eine erhöhte Zuwendung und Mobilisierung der WählerInnen erzeugen. Weil natürlich wir wissen müssen, dass Aufmerksamkeit dabei selektiv ist, also nur in gewissen Punkten. Ja, das führt zu einem Verstärkereffekt. Es ist eben dazu, dass Wahlpropaganda nicht zur Gewinnung neuer WählerInnen primär dient, also wirklich so klassische Wahlwerbung, sondern eher zur Verhinderung der Abwanderung der bereits geneigten WählerInnen zu anderen. Und dass man eben damit mit dem Parteiprogramm den bereits vorhandenen WählerInnen auch Argumente liefern kann, die sie nutzen können, um eben ihre eigene Wahl auch zu rechtfertigen. Und ja, führt dann eben aufgrund selektiver Wahrnehmung eher zu Bestätigung, Orientierung und Konsolidierung. Also es war eher, wie gesagt, es wird eher verstärkt und nicht so sehr verkehrt, ja, also verändert. Auf diesen Unterschied sind wir ja auch schon mal eingegangen. An der Befund 3 zielt auf die interpersonale Kommunikation an. Die ist gemäß Lazarsfeld wirklich zentral. Interpersonale Quellen zum Wahlkampf werden 10% häufiger genutzt als Massenmedien, also ist einfach relevanter, um sich zu informieren.
und interpersonale Quellen ebenso häufiger Grund für eine Meinungsänderung. Also wenn man sich denn wirklich mal ändert, dann eher, weil einen eine Freundin überzeugt hat und nicht, weil man das irgendwo in einem Wahlwerbespot so gesehen hat. Und der vierte Befund, auf den sind wir schon eingegangen. Es ist so, dass eben Ideen, ich lese es mal vor, Ideas often flow from Radio and Print on our social media to opinion leaders and from them to the less active sections of the population. Ja, also eben dieser Two-Step-Flow, der dann ja auch namensgebend war. Der fünfte Befund, der zielt auf die MeinungsführerInnen ab, auf deren Charakter, auf deren Rolle. Es sind Personen, die intensiv am Wahlkampf teilnehmen, sich damit auseinandersetzen. So circa 20% der WählerInnen wurden durch Lazars Feld als MeinungsführerInnen identifiziert. Also ist jetzt nicht sehr wenige ausgewählte Personen, ja, sondern durchaus eine etwas breitere Menge. Wie sie das gemacht haben, sie haben das empirisch anhand der folgenden Fragen operationalisiert. Haben sie neulich versucht, irgendjemanden von ihren politischen Ideen zu überzeugen? Und hat neulich irgendjemand sie um Rat über ein politisches Problem gebeten? Ja, und Leute, die das also eher mit Ja beantworten, werden dann gelten, also als MeinungsführerInnen. Und was sind nun die Charakteristika von MeinungsführerInnen? Das hat er auch analysiert. Sie haben hohes, höheres politisches Interesse, eine kosmopolitische Ausrichtung, also eher weltoffen, eine höhere Mediennutzung allgemein, aber auch sozial eine höhere Aufmerksamkeit für die Gruppe und kommen in allen sozialen Schichten vor. Das ist also eine Kombination persönlicher und sozialer Merkmale, wer man ist, was man weiß und wen man kennt. Und in dieser Funktion und in dieser Rolle in der Gesellschaft kommt halt eben MeinungsführerInnen dann halt eben nochmal eine besondere Rolle zu. Also dass eben Nachrichten nicht an sich nur selbst Menschen beeinflussen, sondern eben Personen, die auf andere zugehen, aber auf die auch, auf die auch zugegangen wird, in dem Finden einer eigenen Einstellung. So, wie kann man die Two-Step-Flow-Theorie einordnen? Diese pauschale Einteilung in MeinungsführerInnen und Gefolgsleute, die ist durchaus zu einfach. Also, dass auch einfach nur diese zwei Gruppen gibt. Es gibt auch Austausche, also Menschen, die beides sein können oder sich auch in mehreren Gruppen bewegen. Und genauso gibt es auch Isolierte, die beispielsweise eben gar nicht und noch nicht mal Gefolgsleute sind sozusagen, sondern die nicht erreicht werden können. Und die Meinungsführerschaft als solche wurde eben in vielen Studien, zumindest in den ursprünglichen, nicht besonders genau gemessen. Ebenso ist es so, dass der Flow auch nicht immer nur in eine Richtung geht. MeinungsführerInnen werden ja auch genauso beeinflusst in Diskussionen. Es ist ja genauso möglich. Und ja, man muss auch einfach sagen, es sind schon viele plausible Punkte, die da postuliert wurden, aber es ist methodisch doch etwas unsauber und die zentralen Behauptungen lassen sich eigentlich nicht so direkt aus den Daten ableiten. Und ebenso muss man jetzt, und das ist ja auch einfach schon ein bisschen her, diese Studie, muss man auch den historischen Kontext einfach mittlerweile zunehmend beachten. Früher gab es kaum WechselwählerInnen, das war einfach viel seltener und eine stabile Parteienbindung. Und das hat sich ja mittlerweile doch geändert, dass es mehr Bewegungen innerhalb der Parteien gibt, zumindest im europäischen Raum. Und derweil gibt es auch Weiterentwicklungen des Ansatzes, also den Multi-Step-Flow und die Diffusionstheorie, auf die wir dann als nächstes eingehen werden. Ja, genau. Und bevor wir das tun, noch der letzte Punkt. Was aber wirklich stimmt und was natürlich wichtig ist, dass es eben, wenn wir die Wirkung von Medien verstehen wollen, müssen wir auch soziale Prozesse betrachten, auch soziale Anschlussprozesse betrachten und können nicht einfach nur sagen, okay, was passiert, sobald eine Person einen Werbespot sieht, sondern es ist auch relevant, was anschließend dann in der Welt dann noch passiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. So, gehen wir also weiter zur zweiten Theorie des heutigen Tages, zur Diffusions- und Innovationstheorie oder dem Ansatz nach Rogers.
Was ist die Ausgangslage? Hier geht es um die Weitergabe von Informationen und auch mit einem gewissen Fokus eben Innovation in sozialen Gruppen, also die Weitergabe. Wie pflanzt sich Informationen fort? Und das können wir in ganz vielen Kontexten anwenden. Es geht um Wissen und Nachrichten. Das ist für uns als KommunikationswissenschaftlerInnen wahrscheinlich erstmal am spannendsten und Ideen. Aber auch eben die Nutzung von Technik, von Produkten oder auch von Memes. Ja. Ice Bucket Challenge beispielsweise könnte man hier nennen. Also eben gesellschaftliche Phänomene, Gedanken, die sich durch die Gesellschaft hindurchtragen. Und es ist so, und das ist schon einer der zentralen Punkte, dass er diesen Verlauf, diese Verbreitung von Informationen dargestellt hat. Und er hat hier eine S-förmige Ogive, ein Graph über kumulierte Häufigkeiten da betrachtet, das zeigen wir gleich. Das bedeutet erst, dass es häufig so ist, dass gewisse Ideen langsam ansteigen, eine gewisse Zeit brauchen, bis sie ankommen, dann aber rapide und exponentiell wachsen und irgendwann eine Sättigung einsetzt. Und das kann man anhand von der Übernahme von verschiedenen Kommunikationstechnologien sehr schön zeigen, dass es eben so ist, dass jetzt beispielsweise eben damals der Videorekorder ein bisschen gebraucht hat, bis er in der Bevölkerung ankam, dann aber irgendwann es zu einem exponentiellen Wachstum kam und es irgendwann aber auch abschwächte und dann sogar wieder sank. Ja. Also es ist eine veraltete Grafik, weil die Illustration oder das Phänomen ist davon unberührt. Natürlich ist es so, dass nicht jede Technik automatisch von allen irgendwann angenommen wird, das ist klar, aber viele tun dies eben und dieser Verlauf, der lässt sich sehr gut darstellen. Was sind zentrale Erkenntnisse oder Grundlagen? Die meisten Menschen erfahren Nachrichten doch durchaus erstmals über Medien. Dort hört man davon, aber anschließend eben setzt sich eben viel interpersonale Kommunikation an, also dass sich Dinge dann eben verbreiten, quasi wie ein Lauffeuer. Wichtige Ereignisse verbreiten sich schneller, gibt es dann natürlich mehr Kanäle und es ist eben auch so, dass wichtige Ereignisse mehr Menschen erreichen, also dass dieser Prozess stärker und schneller anläuft. Dabei ist durchaus zentral, dass gemäß Rogers die Quelle nicht so sehr entscheidend ist für die Weitergabe von Informationen oder von Überzeugungen, sondern eher die persönliche Wichtigkeit und oder die emotionale Erregung. Ja. Das sind die Gründe, die einen dazu bringen, etwas weiterzugeben. Diese Phasen, und dann hat Rogers fünf Phasen postuliert, innerhalb der eben Informationen, aber auch Innovationen jetzt vor allen Dingen weitergegeben werden. Erst einmal brauchen wir Wissen darüber, ja, also dass es eine gewisse Sache, eine gewisse Innovation, eine gewisse Technik gibt. Dann gibt es eine Phase der Persuasion. Also wir setzen uns damit auseinander, Menschen setzen sich mit uns auseinander oder wollen uns überzeugen oder wir sammeln Argumente für und wider und dann treffen wir eine Entscheidung, ob wir etwas nutzen. Wenn wir es nutzen, müssen wir es dann auch implementieren. Ja? Selbst wenn wir sagen, naja, ich will gewisse Dinge jetzt machen, heißt es dann nicht notwendigerweise, dass einem das auch langfristig gelingt. Und dann ist es eben wichtig, wenn es jetzt um Verhalten geht oder die Nutzung eines Produktes, aber auch eine Einstellung, die dann auch langfristig natürlich auch aufrechtzuerhalten. Also ansonsten kann sie natürlich auch verloren gehen. Man muss sagen, das ist so ein prototypische Phasen, aber ob die natürlich immer so direkt durchlaufen werden, steht auf einem anderen Blatt. Gerade als Psychologe oder in der Psychologie wissen wir, dass es häufig so ist, dass eben es nicht unbedingt immer so einen rationalen Prozess ist, der durchlaufen wird, sondern es auch sehr emotional, intuitiv bedingt sein kann. Und die Entscheidung nicht so sehr einem persuasiven Akt entsprang. Ja, und man kann hier dabei auch noch fünf Typen der Übernahme von Innovationen unterscheiden. Die Innovatoren, welche die neuen Techniken überhaupt erstmal entwickeln oder entwerfen und erstmals überhaupt probieren.
bevor es noch irgendjemand genutzt hat. Dann geht es um die frühen Übernehmer und der Begriff der Early Adopter, den haben Sie vielleicht schon gehört. Also der hat sich aus dieser wissenschaftlichen Theorie in den Sprachgebrauch, auch in den deutschen sogar, schon leicht übertragen. Und das sind eben diejenigen, naja, die halt schon ganz früh dabei sind, Dinge zu nutzen. Also die schon sehr früh eben TikTok beispielsweise genutzt haben, als die meisten es noch nicht gemacht haben. Und die halt Dinge ausprobieren. Und dann gibt es eine Early Majority, eine frühe Mehrheit, die also durchaus offen sind, auch mal neue Dinge auch mal ausprobieren. Eine Late Majority, späte Mehrheit und dann die Nachzügler, irgendwann, wenn man sich dann eben ja, nicht mehr wehren kann oder wenn man selbst hinterm Mond lebt, wird man irgendwann wahrscheinlich doch in seinem Leben mal vielleicht ein Auto besitzen, was auch immer. Viele machen es ja bewusst jetzt nicht mehr. Darum soll es nicht gehen. Aber im Sinne von, dass gewisse Nachrichten auch einfach sehr lange brauchen, bis sie irgendwann ankommen und gerade gewisse Techniken dann aber eben erst ganz am Ende bisweilen von manchen übernommen werden. So, es werden auch fünf Gründe genannt, welche die Übernahme von jetzt vor allem Innovation, das ist jetzt nicht immer eins zu eins übertragbar auf Wissensinhalte oder politische Inhalte, aber die das begünstigen. Erstmal der relative Vorteil, welcher eine Innovation bietet. Also es muss in der Regel einfach nur besser sein als diejenige, die man vorher genutzt hat, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht die vorhergehende war. Dann brauchst du eine gewisse Kompatibilität mit sozialen Werten, Normen oder auch verfügbarer Technik. Also wie fügt es sich ein? Können Sie das in Ihr Bereich, in Ihr Ökosystem übernehmen? Ist es disruptiv? Dann ist es eher unwahrscheinlicher, dass man es übernimmt. Und was bedeutet das? Ja? Wenn Sie sich beispielsweise entscheiden sollten, irgendwann Vegetarier, Vegetarierin zu werden, oder dass sich das überlegen, dann ist halt eben die Frage, wie sehr wäre das mit ihrem Lebensstil überhaupt vereinbar? Mit ihr, vielleicht haben sie einen Partner, eine Partnerin, die sehr, sehr gerne Fleisch isst, oder in ihrer Familie oder in ihren Kulturen oder in ihrer Religion, oder in ihren Freundeskreisen. Und je nachdem, wie kompatibel das ist, erleichtert oder erschwert das natürlich eine Verhaltensänderung. Je geringer die Komplexität ist, umso leichter werden und so eher werden Dinge übernommen. Und dabei hilft auch die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Ja? Also beispielsweise eine Testfahrt oder eine Probefahrt bei einem Auto. Ja, und dann auch die Sichtbarkeit der Innovation für andere. Also wenn das etwas ist, was positive Sichtbarkeit hervorruft, dann kann das eben eine große Rolle spielen. So viel zu Innovationstheorie und Diffusionstheorie. Man kann da natürlich auch Kritik üben. Was sie noch nicht berücksichtigt hat in der Ursprungsversion, ist das Prinzip der kritischen Masse. Sie haben das vielleicht einmal gehört. Gewisse Dinge brauchen einfach eine gewisse Anzahl an NutzerInnen, um eben letztlich dann so sich weit zu verbreiten. Wenn es diese kritische Masse nicht erreicht, dann hört das einfach schnell auf. Ja. Und das ist da entscheidend. Also man braucht eine gewisse Anzahl an Menschen in einer gewissen Zeit, ansonsten wird sich etwas nicht durchsetzen, selbst wenn es an sich von der Idee her gut ist. Dann ist es sehr individuumsbezogen. Man schaut also, es werden vor allem Personen betrachtet, aber so strukturelle gesellschaftliche Aspekte werden weniger berücksichtigt und die Entstehungsbedingungen und Konsequenzen genauso. Ebenso kann man aus dem Ganzen so einen gewissen Pro-Innovation-Bias rauslesen, also dass Veränderungen normativ auch eher positiv gesehen werden. Das muss ja nicht notwendigerweise der Fall sein. Ja? Das kann ja auch zum Schlechten sein oder es kann ja auch eine gute Entscheidung geben, gute Gründe geben, gewisse Dinge nicht zu übernehmen und das wird dann nicht unbedingt so sehr thematisiert. Und wie auch schon von mir angedeutet, es ist freilich so, dass nicht alle Phasen der Übernahme wirklich immer so sukzessive streng durchlaufen werden. Also das kann man nicht sagen.
Gut, so viel zur Innovationstheorie. Schauen wir uns einmal gehen wir zur nächsten Theorie, nämlich die Theorie der Schweigespirale von Nölle Neumann. Eine der bekanntesten Theorien der Kommunikationswissenschaft und von daher an dieser Stelle auch schon der Hinweis, dass sie das Key Learning für die heutige Sitzung sein wird. So, Sie sehen hier Nölle Neumann abgebildet. Wir gehen die zentralen Prämissen der Theorie der Schweigespirale nun einmal gemeinsam durch. So, das erste und der zentrale Aspekt, welchen Nölle Neumann vertritt, ist, dass Menschen soziale Wesen sind. Wir sind soziale Tiere sozusagen und wir sind einfach nicht nur isolierte Computer, wenn man will, sondern wir sind in ein Netzwerk eingebunden. Und das äußert sich ganz zentral in einer Isolationsfurcht. Also wir haben Angst davon, vor der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und von der Gruppe ausgeschlossen zu werden, ist für uns nicht irrelevant. Nein, das ist bedrohlich. Ja, es führt dazu, Menschen wollen nicht ausgeschlossen werden. Das ist eine Gefahr. Wir unterscheiden uns natürlich damit darin, es gibt auch immer ein paar gerne, die gerne querdenken, aber grundsätzlich ist das ein Bestreben und Klammer auf, auch QuerdenkerInnen möchten ja auch, ordnen sich auch eine Gruppe zu. Ne? Das ist halt eine andere. Daraus entsteht ein gewisser Konformitätsdruck, weil wir eben Angst haben, vielleicht den Anschluss zu verlieren oder die Zugehörigkeit zu verlieren. Müssen wir uns natürlich auch irgendwo so verhalten, wie wir denken, wie die Gruppe sich verhält und uns danach orientieren. Und Gesellschaft, ja, das ist der Ansatz jetzt von Nölle Neumann, wird hier als eine kohärente Gruppe verstanden. Also die Gesellschaft, was denkt die Gesellschaft und wie verhalte ich mich zu dem, was die Gesellschaft denkt? Ja, bin ich okay oder nicht? Das ist also nicht unbedingt so sehr das Bild einer ganz stark fragmentierten Gesellschaft, sondern es nimmt an, dass es eben eine Mehrheitsmeinung gibt, die eben von ganz vielen getragen wird. Und dann ist die Frage, ist man Teil davon oder nicht? Und wie kohärent ist die eigene Meinung? Und um das herauszufinden, das ist die zweite Prämisse, ist es so, dass sich Menschen ein Bild machen über die öffentliche Meinung. Dass sie also versuchen rauszuholen, ja, was denkt denn nun die Gesellschaft? Und das heißt, wir sind quasi alle kleine Umfrageinstitute. Ja? Wir testen das Wasser, da gibt es so einen englischen Begriff. Also man schaut erstmal, wenn man in einen Raum kommt, den man sich nicht auskennt, was hier wohl die Leute so für Positionen haben, was man hier bringen kann, was nicht, was vielleicht unhöflich in diesem Kontext ist, in dem anderen überhaupt nicht. Und so verhalten wir uns. Ja. Wir gucken also, was ist die Umgebung? Welche Meinung herrscht vor und was ist eine Randposition? Wir schauen uns das genau an. Und dann ist es so, dass sich hier eine gewisse Spirale dann entsteht im Zuge dieser Beobachtung, was Mehrheitsposition ist und was nicht. Es gibt hier sogenannte Verstärkereffekte und es gibt Selbstzensureffekte. Wenn ich glaube, dass die Position, die ich innehabe, dass die in der Gruppe in der Mehrheit ist, oder wenn ich glaube, dass die Position, die ich habe, an Popularität gewinnt, selbst wenn es nicht die Mehrheit ist, also wenn ich sage, nee, das ist eine Idee, die wird sich durchsetzen und die wird sich auch in der Gruppe durchsetzen und immer mehr folgen danach, dann äußert man sich eher dazu und traut sich eher zu sagen. Das ist aber das exakte Gegenteil, wenn man sich in der Minderheit fühlt, wenn man denkt, na, das teilt hier niemand meine Position, oder wenn eine Position zunehmend unpopulär wird, dann sagt man ja, das darf man ja heutzutage ja gar nicht mehr sagen, dann wird dann beispielsweise gesagt, was man ja früher noch ohne Probleme sagen konnte. Ja. Genau, und das sind also soziale Prozesse, die bestimmen, ob jemand sich äußert oder nicht. Und das funktioniert natürlich auch im ganz kleinen Rahmen. Ja, also das ist, glaube ich, das, was am interpersonalsten an der Theorie von Nölle Neumann ist. Also Sie kennen das. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt das, wenn man in einer Gruppe ist, dass man schon schaut, kann ich hier etwas sagen oder nicht.
Wie wird das rezipiert werden? Wie stehen die anderen dazu? Klar will man manchmal vielleicht auch mal provozieren, aber das ist schon sehr mächtig. Und naja, ich kann es auch gerne sagen, dass ich beispielsweise gegenüber Personen, bei denen ich weiß, dass die das sehr stark ablehnen, oder dass sie das irritiert, weniger bereit bin oder es seltener tue, dass ich gender, weil ich eben da den Eindruck habe, dass es vor allen Dingen einfach einen Konflikt erzeugt und unpassend ist und nicht zielgerichtet ist. Kann man auch anders sehen, oder es gibt Situationen, wo ich das dann bewusst auch anders mache. Aber jetzt in dieser Funktion, jetzt hier als in dieser offiziellen Funktion, in der das auch von der Studentenschaft auch bewusst an mich herangetragen wurde, dass sich das gewünscht wird, und ich auch die Argumente teile, ist es etwas, das ist es dann anders. Ja? Also dann ist es leichter natürlich zu gendern, weil es einfach eine andere Umgebung ist. Auch wenn ich hier alleine vor meinem Rechner sitze und mir sie nur vorstelle. Und das führt dann dazu, dass es in der Gesellschaft häufig eben, das ist die Grundposition von Nölle Neumann. Es gibt also eine laute Mehrheit, ja, weil man denkt, naja, jetzt kann ich das ja machen, weil alle denken ja eh so, und dann kann ich es auch sagen. Und dass es auf der anderen Seite eine schweigende Minderheit gibt, die denken, naja, dann traue ich mich halt nicht, was zu sagen. Und ja, es ist sicherlich weitaus schwerer, sich alleine mit einem Plakat auf dem Marktplatz zu stellen, als so, wenn da schon 20 Leute sind, sich dann noch anzuschließen. So, also gemäß Nölle Neumann vor allen Dingen laute Mehrheit und schweigende Minderheit. Aber jetzt machen wir mal einen kurzen Exkurs. Es gibt auch das Phänomen der Silent Majority, also der Annahme, dass die Mehrheit schweigt, ja, dass die Mehrheit eigentlich was anderes denkt, aber sich nicht äußert. Und das ist beispielsweise etwas, was interessanterweise Donald Trump häufiger bemüht hat, wenn er viel Kritik erhalten hat, dass er aber meint hätte, nein, meine Thesen, meine Positionen werden aber von den meisten AmerikanerInnen geteilt. Die trauen sich nur das nicht, oder sie sagen das einfach nicht öffentlich, beispielsweise im Kontext auf die, das hat er beispielsweise auch als Reaktion auf die Black Lives Matter Bewegung geäußert. Also Silent Majority, das ist die schweigende Mehrheit. Und ist aber interessant, und das hatte ich mir nämlich extra nochmal geschaut, so ob jetzt Donald Trump hier Nölle Neumann vielleicht gelesen hat. Nein, es scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe es mal oberflächlich recherchiert, und es scheint wohl ein Euphemismus ursprünglich für Gestorbene gewesen zu sein, ne, die sich also nicht mehr äußern können. Und es wurde von Nixon damals im Kontext der Politik popularisiert. So, dann gibt es selbstverständlich natürlich auch eine laute Minderheit. Ist so, dass eine Gruppe große Aufmerksamkeit und Lautstärke erreicht, obwohl eigentlich nur eine Minderheit diese Position teilt oder vertritt. Und als Beispiel finde ich hier mal sehr prominent, kommt mir in den Sinn, eben die Pegida-Aufmärsche in Ostdeutschland vor nicht ganz 10 Jahren, wo skandiert wurde, wir sind das Volk, aber die Positionen, die von Pegida vertreten wurden, eben nicht Mehrheitsmeinung, also vor allem nicht Mehrheitsmeinung in Gesamtdeutschland war, sicherlich im Osten mehr geteilt als in Westdeutschland, aber eben nicht die Gesamtmeinung war, aber die Leute von sich das in Anspruch genommen haben, dass sie gesagt haben, nein, sie haben gesagt, wir sind das Volk, unsere Positionen werden von allen geteilt oder sollten für alle gelten. Und das wurde eben, siehe auf dem Bild, auch von vielen eben auch ganz kritisch gesehen. So, nein, 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 ihr seid nicht das Volk, sondern wir sind auch Teil davon. Und das sieht man natürlich bei QuerdenkerInnen aktuell stark, oder Verschwörungsgläubige, die eine klare Minderheit in der Gesellschaft sind, aber einen ganz starken Einfluss oder eine ganz starke Sichtbarkeit in der Gesellschaft haben und dazu kommen, weil sie eben sehr vehement auftreten. Und darüber, und das ist etwas, was dann sicherlich für PolitikerInnen auch eine Herausforderung ist,
wenn man von einer kleinen Teil, aber von einem extremen Teil halt angegriffen wird für gewisse Entscheidungen, sich dann trotzdem zu vergegenwärtigen, dass man ja die Gesamtgesellschaft doch nach Möglichkeit oder zumindest den Teil, von dem man ja doch eigentlich als die Gewählten schon die Gesamtgesellschaft vertreten müssen und diese laute, aber Minderheit dann entsprechend zu einzuordnen. Also ich habe das immer nur mal versucht, ob ich dafür auch objektive Zahlen finde. War mir nicht möglich, aber es gibt dann beispielsweise, ich hatte es im Kontext der Impfungen gehört, die ja von der weiten Mehrheit der österreichischen und auch der deutschen Bevölkerung, also die Impfungen, die unterstützt werden, gesehen, dass es dann natürlich auch laute Proteste gibt. Ja, aktuell gibt es laute Proteste. Im vergangenen Jahr, im Winter, gab es große Demonstrationen in Wien. Dass es aber interessanterweise dass an dem gleichen Tag in Wien sich mehr Menschen geimpft haben, als dass Protestierende auf der Straße waren. Ich hatte das gelesen, ich habe es jetzt nochmal versucht zu finden, also ich konnte das nicht bestätigen, also ich habe es nicht nochmal, ich habe einfach keine Zahlen dafür gefunden. Von daher muss ich das einfach an dieser Stelle nochmal ergänzen. Ich hatte jetzt für Deutschland aber gelesen, beispielsweise, dass es wohl auch jetzt die Impfungen in einer solchen Höhe sind, täglich, die weitaus die Zahl der Menschen übertrifft, die auf der Straße sind und demonstrieren. Also das nur so als ein Beispiel, dass man eben hier sehen kann, dass die Minderheit sehr laut sein kann und die Mehrheit bisweilen auch leise. Man muss natürlich auch ergänzen, das ist der letzte Punkt hier. Das sind jetzt ja kritische Punkte, oder ich denke, Sie hören das raus, dass ich jetzt kein großer Pegida-Anhänger bin. Das sind natürlich kritische Punkte, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen oder sich einfach auch vergegenwärtigen, dass nur weil etwas die Minderheit ist und laut ist, dass es deswegen ja nicht schlecht sein muss. Ne? Sondern ganz im Gegenteil. Natürlich ist es so, dass viele Bewegungen, Ideen klein beginnen und einfach eine gewisse Zeit brauchen. Deswegen haben wir uns ja auch die Innovationstheorie nach Rogers angeschaut. Das dauert halt manchmal, bis sich gewisse Dinge durchsetzen und in gesellschaftlichen Bereichen dauert es häufig einfach auch etwas länger. Und ja, also von daher kann man natürlich jetzt da auch andere Dinge jetzt aufführen, jetzt nicht unbedingt kritische Positionen. Ja, so, eine Ihrer vierten Beobachtungen war, dass es allerdings einen starken Einfluss der Medien gibt. Und Sie sehen immer mal wieder, dass sich das also diese Annahmen der Medieneffekte durchaus eben über die Theorien unterscheiden. Und es ist so, dass hier den Massenmedien eben eine große Rolle zugeschrieben wird in der Bestimmung der öffentlichen Meinung. Und eben die Berichte der Massenmedien werden als öffentliche Meinung interpretiert. Und die Medien sind stark, da sie eine Kumulation von Informationen ermöglichen, also Informationen sammeln und gebündelt weitergeben können. Das ist in den Leitmedien gemäß ihrer Wahrnehmung starke Konsonanz gibt, also dass sie doch durchaus ähnliche Inhalte vertreten. Und ja, dass es halt diesen Öffentlichkeitseffekt gibt, dass sie die allgemeine Meinung repräsentieren. Und das ist natürlich etwas, was wir merken, was sich in den letzten, naja, mindestens mal 10 Jahren einfach zunehmend verändert. Das ist einfach weitaus. Dass eben diese Massenmedien und diese Leitmedien immer noch sicherlich die relevantesten Medien sind, aber kleinere Player einfach Randgruppen erreichen und es kleinere Player gibt, die Randgruppen erreichen, was es so vorher nicht gab, weil es diese kleineren Player für sie nicht möglich war, diese Inhalte zu produzieren. Heutzutage braucht man nur ein Smartphone und man kann einen YouTube-Kanal aufmachen und damit Millionen an Menschen erreichen. Und ja, die Annahme ist, dass sich Menschen dem schwer entziehen können, also diesem massenmedialen Auftreten. So, und als letztes ist es so, dass es sich vor allen Dingen um normative Positionen handeln muss,
um die es hier geht. Also es geht jetzt weniger darum, etwas logisch, faktisch richtig oder falsches, sondern es geht eher mehr darum, etwas moralisch richtiges, ja. Ob es besser ist oder ob es einfach verwerflich ist, so, ja. Und das sind vor allen Dingen Inhalte, die eben bei denen halt eben die Schweigespirale dann besonders zum Anwendung kommt. Ja, und die Anwendung der Schweigespirale und auch in diesem Kontext oder in diesen Eindrücken ist hier auch entstanden, ist sicherlich auch das Dritte Reich, ne, also Nazi-Deutschland. Hier war es ja ganz eindeutig, dass es irgendwann nicht zu Beginn, ja, ich glaube, die NSDAP wurde nur von knapp 30, 28% oder 30% oder so gewählt und also sie hatte nie die Mehrheit. Aber es ist so, dass irgendwann es dann so war im Zuge der Gleichschaltung, dass es einfach in der Gesellschaft quasi nur noch diese Meinung öffentlich gelebt und repräsentiert wurde. Und andersdenkende Minderheit traute sich also nicht mehr, Kritik zu äußern. Und das hat natürlich dann auch die Mehrheit umso mehr bestätigt und bekräftigt. Und ja, und das hat dann auch zu so einer festgefahrenen Situation geführt, also dass es nicht mehr aufgrund mannigfaltiger Gründe nicht mehr möglich war, dass es da zu einem Deliberationsprozess kommt. Ja, und dann muss man auch natürlich ergänzen, dass es häufig das Bestreben einer Gruppe ist, sich selbst als Mehrheit darzustellen, auch wenn sie das eben vielleicht gar nicht sind, aber um damit eben auch eine Legitimation abzuleiten. Ja, siehe Trump oder Pegida. So, wie können wir das Gesagte, die Inhalte einordnen? Also erstens mal wirklich zur Erinnerung, ist eine der bedeutsamsten und bekanntesten Theorien der Kommunikationswissenschaft, auch international. Und auch das Institut für Publizistik in Mainz, welches Nölle Neumann, ich weiß nicht, ob sie es gegründet hat, auf jeden Fall mitgeleitet hat und damit auch zu einer, ja, einem der relevantesten Vorhänge damals im deutschsprachigen kommunikationswissenschaftlichen Institute gemacht hat. Also einfach auch eine bekannte Theorie und auch ja, eine sehr schillernde Person. Dazu gleich auch noch mehr. Es ist, und das muss man natürlich auch schon sagen, also deswegen hatte ich es vorhin auch schon mal nochmal aufgegriffen. Ja, es ist in vielerlei Hinsicht auch eine gesellschaftliche Theorie. Also das ist, glaube ich, eine der Theorien, die am schwersten zu verorten ist, beziehungsweise wo man am meisten jetzt Kritik auch an jetzt die Gestaltung der Vorlesungen machen kann, dass sie jetzt eben bei einer interpersonalen Kommunikation genannt wird. Also ich habe deswegen extra nochmal gesagt, es hat sehr, sehr viele interpersonale Anteile. Wann traut man sich etwas zu sagen und wann nicht, in welchen Konstellationen. Aber es hat auch ganz viele gesellschaftliche Perspektiven. Ja, also die Vorlesung beruht ja auf dem Bonfadelli und da wird sie jetzt interpersonale verortet. Ich habe mich dem jetzt mal angeschlossen, aber man kann das auch als Gesellschaftstheorie sehen. Dann ist es so, dass die Meinungsäußerungen zu situativ gesehen werden. Also wann äußere ich mich und wann nicht. Es hat einfach auch sehr viel mit Disposition zu tun. Es gibt einfach stille Wasser und es gibt Lautsprecher, Leute, die immer zu allem ihren Senf dazugeben müssen. Und das ist so ein bisschen außen vor. Ja. Es ist nicht alles nur fluide. Und auch empirisch ist es so, dass es häufig nur bivariat untersucht wurde, obwohl es eigentlich sehr komplexe, multivariate Phänomene sind. Und die Operationalisierung, also wenn man sich das bisweilen anschaut, wie es empirisch umgesetzt wurde und für was denn etwas stand, ja, also da kann man auch schon ein paar handwerkliche Fragezeichen hinter manche Überprüfungen dieser Theorie dann stellen. Und das ist jetzt weniger ein Kritikpunkt, sondern eher auch ein Diskussions-, also ein neutraler Punkt. Es ist so, dass auch diese Schweigespirale interessanterweise auch natürlich kulturabhängig ist und das in kollektivistischen Kulturen, in denen man sich noch mehr nicht so sehr über sich selbst definiert, sondern über die Gruppe, in der man ist, die als sogar noch relevanter gilt als nur in individualistischen Kulturen, zu denen sich ja die zentraleuropäischen tendenziell eher zählen. So, es gibt aber noch einen zweiten Punkt, der hier auch erwähnt werden muss und der wurde auch, ich habe die Vorlesung letztes Jahr bereits gehalten, dann hatte ich die Rückmeldung bekommen, dass der doch bitte auch aufgegriffen werden sollte. Deswegen hier möchte ich es auch erwähnen.
Es wird und es wurde immer mal wieder die Nähe von Nölle Neumann zu NSDAP diskutiert. Also da gibt es, es ist, kann ich schon vorweg sagen, es scheint nicht so ganz eindeutig zu sein. Es gibt da auf jeden Fall, das muss man, also sollte man, ich denke, das sollte man schon auch mit nennen. Ja? Es ist so, dass sie wohl, das hatte ich gelesen, Zellenleiterin in der Arbeitsgemeinschaft Nationalsozialistische Studentinnen war und das war eine Unterorganisation der des Nationalsozialistischen Studentischen Deutschen Studentenbundes. Ja, also, dass sie da eine gewisse, während des Studiums eine Position vertreten hat. Und ich denke, da, und ich habe auch, es gibt Aufzeichnungen von ihren Unterschriften, in denen sie man wohl erkennen kann, dass sie sich schon mit manchen Inhalten auch auseinandergesetzt hat. Also, offen auseinandergesetzt hat, es also auch eine gewisse Nähe gab, aber sie doch dann, und das ist jetzt eben der entscheidende Punkt, es abgelehnt hat von dem, was ich gelesen habe, also das nationalsozialistische Gedankengut und als kein tragfähiges Modell erachtet hat. Also sicherlich vor allem am Anfang, als die ganzen Dinge wahrscheinlich noch nicht so klar waren. Also man kann, glaube ich, sehr sicher sagen, dass sie auf jeden Fall keine überzeugte Nationalsozialistin war. Und es auch keine nachhaltige Unterstützung gab, ja. Genau, und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass man da durchaus auch Nachfragen stellt. Und ich glaube, da muss man auch offen bleiben. Also wenn sie, weil ich glaube, wenn sie eine überzeugte Nationalsozialistin gewesen wäre, müsste man das auch durchaus alles noch ein bisschen anders einordnen. Das scheint nicht der Fall zu sein, so wie ich das. Also nach dem, was ich weiß. Von daher ist es jetzt auch, glaube ich, durchaus Inhalte, die man guten Gewissens auch behandeln kann. Aber man muss das schon aufzeigen, dass es da, ja, dass man da auch, dass es da auch kritische Perspektiven gibt. Und möchte allerdings auch ergänzen, dass das jetzt für mich, bin jetzt ja kein Historiker und ich habe mich auch nicht länger mit der Biografie von Nölle Neumann auseinandergesetzt. Das war einfach eine eigene kurze Recherche, die ich mal gemacht habe aufgrund der Nachfrage. Also zu diesem Schluss bin jetzt ich gekommen. Aber genau, ist es jetzt nicht etwas, bei dem ich mir eine große eigene Expertise zuweise. Deswegen möchte ich das einfach auch ergänzen. So, dann die letzte Theorie, die wir heute noch besprechen, ist der Third-Person-Effekt. Eine spannende, kurze Theorie, die ich als sehr interessant finde. Nämlich, die besagt, na, Medien beeinflussen dich, aber nicht mich. Ja, du bist empfindlich, aber ich doch nicht. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Und ja, das das hört man manchmal so, wenn man irgendwie, ich forsche zu Social Media und Leute, die sagen, dass Social Media die Menschen zur Verdummung führt und so weiter. Und dann frage ich so, ja, und ist es bei dir der Fall, würdest du das sagen? Und dann sagen, ja, nein, ich ja nicht. Ich nutze ja nur gute Angebote und ich mache das ja nur selten so, aber andere. So, naja. Also es geht um den Third-Person-Effekt, das ist eine selbstwertdienliche Verzerrung. Andere begehen Fehler, man selbst aber nicht. Und das rekurriert auf den sogenannten Optimism-Bias. Man überschätzt sich selbst und unterschätzt aber auch gewisse Risiken, die alle haben. Und das lässt sich auch durchaus empirisch auch zeigen. Es ist so, dass eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass die Annahmen, dass Medieneffekte, die man glaubt, die es auf einen selbst hat und die es auf andere hat, dass das eigentlich sehr stark korreliert, also sehr nah beieinander liegt. Ja, es sollte sehr ähnlich sein, wenn ich Leute frage, wie sehr beeinflusst dich die Nutzung von Instagram und wie sehr beeinflusst das andere, dann sollte das ja auch ungefähr das gleiche Niveau haben. Aber das ist überraschenderweise nicht so. Also es ist sehr gering. Alle glauben also, dass andere eher beeinflusst werden. Lässt sich dabei finden, dass es einen stärkeren Third-Person-Effekt gibt, also eine stärkere Diskrepanz, wenn es sich um ein negatives oder sozial unerwünschtes Thema handelt, so Stichwort Pornografie oder Gewalt oder auch Wahlwerbung, dass Wahlwerbung die anderen beeinflusst, aber einen selbst nicht. Wenn es einem wichtig ist, ja, und man auch viel Wissen über einen Punkt, dann denkt man so, ja, aber die anderen, die lassen sich davon doch bestimmt beeinflussen.
wenn man glaubt, dass die Quelle, von der es kommt, einfach negativ ist, dann glaubt man auch, oh, wenn so jemand Schlimmes sowas sagt, das beeinflusst bestimmt ganz viele Menschen mit einer höheren Bildung und einer geringeren Mediennutzung, bei denen die glauben das auch, dass das stärker ausfällt. Und sobald man eine größere soziale Distanz zur Referenzgruppe hat, also beispielsweise ältere Menschen denken halt einfach eher, dass Social Media jüngere Menschen zur Verdummung bringen als eben einen selbst. Also es gibt also dieser Third-Person-Effekt, gibt es also Parameter, die entscheiden, wie stark der ausfällt und wann nicht. So, fassen wir die Inhalte unserer heutigen Sitzung einmal zusammen. Also, wir haben damit begonnen, dass wir gelernt haben, dass Menschen nicht ausschließlich aus Medien lernen. Wer hätte es gedacht? Denn Anschlusskommunikation und Meinungsführerschaft, da ist ebenso wichtig. Die Innovationen werden durch die Gesellschaft hindurchgegeben. Das ist ja das, was Rogers gezeigt hat. Da gibt es unterschiedliche Stadien, unterschiedliche Typen, die Early Adopter beispielsweise. Und ja, das verläuft eben häufig S-förmig in Form einer Ogive. Menschen äußern eigene Meinung je nach Wahrnehmung des Meinungsklimas. Ja, also wenn ich glaube, das kann ich hier easy sagen, mache ich das auch eher. Oder ich zensiere mich eben selbst. Und man glaubt, dass Medien in der Regel andere stärker beeinflussen als einen selbst. Vielmehr ist wahrscheinlich eher so, dass die Effekte auf uns stärker sind, als wir zugeben würden, und auf andere schwächer, als wir annehmen. So, hier können Sie gewisse Positionen nachlesen und damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.